Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mittlerweile gibt es so viele Technik-Gadgets auf dem Markt, dass man fast schon den Überblick verliert, was gut für einen ist, was man braucht, was man nicht braucht. Alles ist so teuer, dann gibt es wieder günstige Sachen. Ich persönlich bin auch wirklich ein großes Konsumopfer, was Techniksachen angeht. Also es ist wirklich mein Hobby, leider ein sehr teures Hobby. Von Apple-Produkten bis zu Staubsaugern, bis zu Lichtern, bis zu smarten Schlössern und alles Mögliche habe ich leider schon sehr viel Geld für solche Sachen ausgegeben. In diesem Video möchte ich euch drei Technik-Gadgets zeigen, die mir persönlich am meisten in meinem Alltag weiterhelfen und die ich persönlich am allerbesten finde, von allen denen, die ich habe. Vielleicht hilft euch dieses Video auch weiter, dass ihr eine Entscheidung treffen könnt, ob sich etwas für euch lohnt oder nicht. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt mit dem Video starten. Los geht's! Technik-Gadget Nummer 1, was ich euch zeigen möchte, ist Philips Hue. Die meisten von euch kennen Philips Hue. Das sind smarte Glühbirnen, wo man die Farben ändern kann. Ihr habt da irgendwie 16 Millionen Farben, die ihr bestimmen könnt. Ihr könnt die Lichter aneinander reihen und die Farben miteinander abstimmen und ändern und hier und da. Im Prinzip smarte Glühbirnen, die ihr über... Smarte Glühbirnen, die ihr über euer Handy steuern könnt, beziehungsweise über eure Stimme. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber mich persönlich stört es, wenn ich abends irgendwie einen Film gucken möchte und mir dieses grelle Licht von oben ins Gesicht scheint. Also ich kriege da fast schon Augenschmerzen, ich bin da ein bisschen empfindlich. Deswegen finde ich das sehr gut, dass ich diese Farbe dann einfach ändern kann. Ich kann dann einfach sagen, mach diese Deckenlampe nur noch 10%, die soll nur noch 10% leuchten. Dafür die Lampen hinter mir, die sollen mehr leuchten, die am Fernsehen sind, ja. Das heißt, euer Filmabend, euer TV-Erlebnis zum Beispiel wird dann einfach viel, viel heftiger, weil ihr die Lichter abstimmen könnt. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Was ich auch ganz cool finde, ist, ihr könnt zum Beispiel morgens im Winter, ihr kennt das ja, wenn ihr aufwachen möchtet und es schon dunkel draußen ist. Ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon so ist. Auf jeden Fall steht man dann ein bisschen schwerer auf, weil natürlich die ganze Welt um dich herum noch dunkel ist und du auf einmal aufstehen sollst. Aber mit diesen Lichtern könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich wache um 7 Uhr auf, um 7 Uhr ist mein Wecker. Und ihr könnt dann halt sagen, dass dieses Licht euch aufwecken soll, dass das Licht mit dem Wecker zusammen angeht. Ja? Das bedeutet, wenn ihr aufwacht, ist es schon heller als es normal wäre. Das heißt, die Lichter simulieren sozusagen so einen Sonnenaufgang. Und dann könnt ihr auch leichter aufstehen, finde ich zumindest. Das ist halt die Idee dahinter, finde ich auch eine coole Idee. Und ich finde auch, dass es klappt. Mir persönlich hilft das zum Beispiel, ich mache das jedes Mal. Was auch ganz cool ist, ihr könnt natürlich auch Erweiterungen kaufen für Philips Hue. Zum Beispiel könnt ihr hinter mir sehen, die Lichterkette, die ist nicht in diesem Bundle dabei. Es gibt so ein Starterpaket mit 3 Glühbirnen und der Bridge, die ihr braucht. Und zwar kostet dieses Starterpaket, ich glaube bei mir war das damals 180 Euro, was natürlich sehr, 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 sehr teuer ist für Glühbirnen. Aber letztendlich halten die 25 Jahre laut Verpackung und verbrauchen auch nicht viel Strom, deshalb mal schauen. Auf jeden Fall sind das wie gesagt 3 Glühbirnen und die Erweiterungen wie zum Beispiel diese Lichterkette sind natürlich auch nicht ganz günstig. Diese hat jetzt 60 Euro gekostet, glaube ich, für den Fernseher. Die ist dann halt auch in eurer Philips Hue App drin und die könnt ihr dann auch steuern. Die App ist auf jeden Fall auch sehr, sehr entspannt gemacht, also mega einfach zu bedienen. Ihr könnt da bis 10 auswählen, von entspannen bis zu konzentrieren, bis zu Energie tanken. Und die App passt dann das Licht an, je nachdem was ihr angeklickt habt oder was für eine Stimmung ihr gerade haben wollt. Natürlich könnt ihr auch Szenen selber erstellen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen Filmabend und wollt an diesem Filmabend die Lichter genau so haben, dann könnt ihr das auch abspeichern und das nächste Mal klickt ihr einfach auf Filmabend und dann habt ihr die Szene fertig. Wenn ihr eine Sprachsteuerung zu Hause besitzt, wie Alexa oder Google Home, ist das natürlich auch mega nice, weil ihr nie wieder den Lichtschalter berühren müsst. Ich persönlich zum Beispiel kann sagen, dass ich fast nie den Lichtschalter berühre, wenn ich irgendwo Philips Hue habe, weil ich einfach in den Raum komme und sage, Alexa, mach das Licht an und schon geht das Licht an oder mach's aus und dann geht's halt auch aus. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf der Couch liegt und pennen wollt, dann müsst ihr halt nicht extra aufstehen, um das Licht auszumachen. Ist natürlich ein Luxusproblem, aber das ist auf jeden Fall ganz entspannt und funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Ich habe diese Glühbirne jetzt seit fast 3 Jahren, glaube ich, und ich bin immer noch so zufrieden wie an Tag 1. Also wirklich, das ist eine Investition, die ich jedes Mal wieder machen würde, auch wenn sie teuer war, aber sie hat sich einfach so doll gelohnt, weil ich das einfach jeden Tag nutze. Ich nutze es jeden Tag und den ganzen Tag. Deshalb für mich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung, was smarte Glühbirnen angeht. Es gibt natürlich auch andere Marken. IKEA hat zum Beispiel auch ihre Eigenmarke, die ist halt etwas günstiger, aber kann eigentlich genau das gleiche. Damals, als ich mir das geholt habe, gab es das aber nicht und deshalb habe ich Philips Hue geholt. Technik-Gadget Nummer 2 könnt ihr hier sehen und zwar ist es die Sonos Box bzw. der Sonos Lautsprecher. Und zwar hat Sonos eine Kooperation mit IKEA gemacht und diesen Lautsprecher rausgebracht. Ich war auf der Suche nach einem Lautsprecher, der cool aussieht, schlicht aussieht und bin dabei auf diesen hier gestoßen. Das ist ein Wandregal, das heißt, es gibt eine Halterung, die ihr kaufen könnt bei IKEA, ich glaube für 10 Euro. Dann könnt ihr diesen Lautsprecher an die Wand packen und es sieht aus wie ein Wandregal. Ja, ihr könnt auch Sachen draufstellen und sowas. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das irgendwie nicht brauche und keine Lust darauf hatte. Aber was ich halt mega nice an diesem Lautsprecher finde, ist dieses schlichte Design. Ihr könnt ja mal sehen, der sieht halt aus wie so ein fettes Buch einfach, ja. Ihr könnt es horizontal oder vertikal hinstellen und es fällt nicht auf, weil es ein minimalistischer Stil ist, der irgendwie eure Einrichtung eher unterstützt, als dass er sie stört. Das fand ich halt so cool an dem Lautsprecher, dass man nicht unbedingt sieht, dass es einer ist, aber es einer ist und zwar einer mit sehr guter Qualität. Wenn ihr den Lautsprecher installiert,
dann instruiert euch die App, dass ihr durch euren Raum geht mit dem Handy in der Hand. Die App nutzt dann das Mikrofon von eurem Handy und misst, wie der Sound bei euch ankommt. Ja, es kommen dann Töne aus dem Lautsprecher und ihr geht dann durch den Raum und die App analysiert dann halt, wie die Qualität an diesem Punkt ist, wo ihr gerade seid. Dann hat sie sozusagen euren Raum vermessen und weiß, wo der Lautsprecher steht. Das ist das ähnliche Prinzip, wie das Apple mit dem HomePod macht. In anderen Worten, ihr könnt den Lautsprecher hinstellen, wo ihr möchtet. Der Sound wird sich so anpassen, dass er für euch perfekt ist. Der Lautsprecher weiß, dass er sich in dieser Position im Raum befindet, weil er das gemessen hat. Und wenn ihr den jetzt irgendwie umstellt, dann müsst ihr das nochmal machen, damit sich die Qualität auch anpasst. Ja, der passt halt an, wie er die Boxen ausrichtet, beziehungsweise wie doll er welche Boxen benutzt, damit die Qualität halt in eurem Ohr am besten ankommt, in der Position, wo er ist. Finde ich mega nice gemacht. Der Lautsprecher hat 100 Euro gekostet. Ich habe dafür, glaube ich, 80 Euro auf eBay Kleinanzeigen bezahlt. Und ich kann euch sagen, für 80 bzw. 100 Euro ist das ein sehr, sehr guter Lautsprecher, der sehr schlicht ist, super modern aussieht und sehr gute Qualität hat. Deswegen für mich auch hier eine klare Kaufempfehlung. Das ist meine Nummer 2. Kommen wir zu Technik-Gadget Nummer 3. Und zwar ist das mein absolutes Lieblings-Gadget. Das ist der Roboter-Staubsauger von Alphawise V10 Max. Das ist ein Staubsauger, der smart ist. Das heißt, ihr könnt ihn mit eurer Stimme oder mit eurem Handy bedienen. Der hat eine Lasernavigation. Das bedeutet wiederum, dass er eine Karte von eurer Wohnung erstellen kann. Wenn ihr den zum ersten Mal anmacht, dann wird er durch eure Wohnung fahren und die Wohnung scannen. Danach könnt ihr die verschiedenen Bereiche aufteilen. Das heißt, ihr könnt sagen, das hier ist mein Zimmer, das hier ist Wohnzimmer, Küche, Bad. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt unterwegs seid, sagen, hey, pass mal auf, mach mal bitte das Schlafzimmer sauber. Und der Staubsauger fährt in euer Schlafzimmer und macht das sauber. Er weiß nämlich, wo das ist, weil ihr ihm das vorher gesagt habt. Und das finde ich halt ganz cool. Ihr könnt bestimmte Areas, bestimmte Bereiche, Sperrzonen draus machen, dass er da nicht hinfährt oder dass er irgendwo hinfahren soll. Das könnt ihr halt alles entscheiden, wenn ihr irgendwo zum Beispiel sensible Möbelstücke habt oder so, könnt ihr ihm halt sagen, dass er da nicht langfahren soll. Er macht auch sehr, sehr gut sauber, auch gut in den Ecken. Der hat nämlich 2 rotierende Bürsten, eine richtig gute Saugleistung, die ihr per App steuern könnt. Von 1, 2, 3, also 3 Stufen habt ihr da, die ihr einstellen könnt. Zudem kann der Staubsauger wischen, also er hat eine Wischfunktion. Ich benutze diese Funktion zum Beispiel so 1-2 Mal die Woche, dass wenn ich aus dem Haus gehe, sage einfach, komm, wischt einmal die Wohnung. Und wenn ihr wieder da seid, ist die Wohnung sauber. Und gerade wenn ihr Haustiere habt, also die Leute, die Haustiere haben, werden das sehr, sehr zu schätzen wissen, weil ich noch nie ein Hundehaar, also gefühlt noch nie ein Hundehaar, in meiner Wohnung entdeckt habe, seitdem ich dieses Teil habe. Und die Leute, die Haustiere haben, wissen, was für ein Riesenproblem das ist, wenn euer Tier haart. Also mich hat das immer sehr gestört. Ich musste jeden Tag den Staubsauger benutzen. Jetzt benutze ich den Staubsauger vielleicht einmal in 3 Wochen oder so, damit ich auch wirklich in alle Ecken reinkomme. Aber sonst, wie gesagt, 3 Wochen nicht staubsaugen ist schon sehr entspannt. Deshalb kann ich sagen, dass mir dieser Staubsauger sehr viel Stress im Leben wegnimmt. Ich versuche meine Käufe immer so zu basieren, dass ich überlege, habe ich weniger Stress im Leben, wenn ich mir dieses Gadget hole? Ja, als Beispiel. Eine Apple Watch wird mir nicht weniger Stress geben, weil ich sie wahrscheinlich kaum nutzen werde. Ein Staubsauger wird mir viel weniger Stress geben, weil ich Staubsaugen viel weniger machen muss. Ja, und so versuche ich immer zu denken, wenn ich mir was kaufen möchte. Klappt natürlich nicht immer, aber in diesem Fall auf jeden Fall 100%. Dieses Ding wird euch so viel Zeit und Energie und Stress sparen. Deswegen finde ich, lohnt sich hier ein Kauf. Der Preis beträgt 220 Euro. Aus China habe ich den bestellt. 220 Euro hört sich viel an. Für das, was er kann, ist es aber überhaupt nicht viel. Weil Roboter mit Lasernavigation, mit Wischfunktion und allem beginnen eigentlich eher so ab 300, 350 Euro. Und das ist dabei auch noch ein sehr guter. Das heißt, für diesen Preis ist er der günstigste, also ich finde, es ist der beste günstige Roboter-Staubsauger, den es gibt. War das richtig? Genau. So, das finde ich auf jeden Fall. Weil ich habe da ganz viele Reviews geguckt und ich habe auch einen anderen Staubsauger, den ich euch mal zeigen werde. Und habe mich da ein bisschen rumprobiert. Deshalb kann ich auf jeden Fall sagen, das ist meiner Meinung nach der beste günstige Staubsauger, den man kriegen kann. Ja, das waren jetzt meine Gadgets. Ihr könnt ja mal erzählen, was so eure Top-Gadgets sind. Wenn ihr Lust auf mehr solche Videos habt, abonniert gerne den Kanal. Ich werde in Zukunft noch weitere Gadgets zeigen, die ich besitze. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Video.